Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe jetzt erstmal direkt gespeichert, weil das habe ich schon wieder vergessen. Und ich habe mal überprüft, wie der Sound ist. Also ich persönlich finde, so wie der Sound jetzt ist, ist es eigentlich perfekt. Und ja, machen wir doch genau da weiter, wo wir aufgehört hatten. Und zwar erstmal den Spind hier bauen. Der sollte jetzt direkt gehen. Genau. Da will ich noch nichts reintun. Und wollen wir uns direkt mal das Aquarium bauen? Ich meine, wir brauchen 4 Quarz, aber das Ganze wird sehr schön hier drin sein, glaube ich. Also, wisst ihr was? Ich mache es einfach mal. Auch wenn es 4 Quarz braucht, ist natürlich ziemlich viel, weil wir noch nicht so viele Vorräte haben hier. Aber ich will das Ganze einfach mal haben. Einfach mal was ausprobieren. Kreaturenei. Das ist jetzt für mich selbst komplett Neuland, weil ich kenne da mich überhaupt nicht mit aus, mit dem Ausbrüten von Eiern. So, ich brauchte hier noch was. Genau, und zwar das. Ah, bitte sag noch, dass das geht, ey. Oh. Ich will das noch pflanzen können. Wenn das jetzt verdorben ist, weil wir zu lange gebraucht haben, dann ist es echt kacke. In der letzten Folge ist echt viel passiert. Ich meine, die war auch länger, aber die war trotzdem für die Zeit ist sehr viel passiert. Das finde ich cool. Oh. Genau, jetzt seht ihr da schon, wird das Ganze gepflanzt. Und jetzt hoffe ich, dass das Ganze hier sieht auf jeden Fall gut aus. Achso, ich kann ja mehrere pflanzen. So. Und jetzt baue ich mal das Aquarium. Ist die Frage, hier werde ich das wahrscheinlich ranstellen, weil da werden wir ausbauen können. Oder einfach dahin. Das wäre, glaube ich, noch besser. Warte mal. Ach. Ja. Ich sollte das Ganze natürlich auch umwandeln. Wusste ich doch, dass hier noch was war. Komm, weil der ja sowieso immer produziert. Können wir uns mal gerade voll heilen. So, dann brauchen wir das Glas zweimal, hatten wir gesagt. Ich meine, wenn die Pflanzen da drin wachsen, dann ist das ja schön. So, das nehmen wir mit und hauen hier wieder ab. So. Oh, oh, oh. Da hat es kurz nachgeladen. Macht aber nichts. So, und jetzt können wir das Aquarium hier hinbauen, hatte ich gesagt. Oh, das braucht doch ein bisschen Platz. Oder sollen wir das hier in die Mitte stellen? Ich glaube, das hat irgendwie mehr Stil. Ah, ich weiß nicht, das nimmt aber auch hier für die Farm viel Platz weg. Naja, komm, wir stellen es einfach mal hier hin. Wir machen es einfach in der nächsten Basis in der Mitte. Da werde ich nämlich auch mehrere dieser Räume hier bauen. Wahrscheinlich, also ich kann noch nicht sagen, ich war soweit selbst noch nicht. Also wenn das hier steht, so die Basis, also wenn ich hier jetzt 2, 3 Fische reingetan habe und die Fahrzeugstation, oder eher gesagt, ich alles davon mal gebaut habe, dann sind wir genauso weit, wie ich vorher auch war. Also bei meinem ersten Spielstand. Das heißt wiederum, für mich wird da alles, was wir sehen werden, komplett neu sein. Alles, was wir ausprobieren werden. Weil, wie gesagt, ich habe das selber noch nicht weitergespielt ab da. Und den hier möchte ich haben. Mein Lieblingsfisch. Und hier so ein. Oh, 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 komm her. Ich will dich mitnehmen. Du mögest. Ja, ein schönes Heim. Und noch einen davon. So. Jetzt schnell weg hier, bevor die hier wieder spielen wollen. Oh,
Hallo. Oh. Nicht mit mir. So, so. Gucken wir doch mal hier rein. Schnell wieder ins Wasser mit denen. Okay, das funktioniert also nicht. Ich kann die nicht da rein tun. Egal. So sieht das Ganze dann aus. Und die leuchten auch, sieht man auch da oben so ein bisschen, wenn es dunkel wird. Und ich finde das auf jeden Fall sehr schön. Das Kreaturenei, was ich irgendwo gefunden habe, einfach mal in meine Basis in einen Schrank legen. Sollte man eigentlich nie machen, aber mache ich einfach mal. Ich denke mal, da wird nichts weiter passieren. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Oh, ich sollte wieder Nahrung zu mir nehmen. Werden wir zuerst mal machen. Ich glaube, den hier hatten wir noch nicht. Den hier hatten wir noch nicht, oder? Doch, den hatten wir schon. So, dich brauche ich auch. Ah, 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 ah. So. Es wird erstmal Essen gemacht. Ich glaube, ich nehme besser noch ein paar mit. So. Du noch? Und einmal Essen machen. Nahrung. Erstmal das Wasser. Sonst machen wir wieder den Fehler wie vor 2 Folgen oder sowas. Vor 3. Ich glaube, da hatte ich doch die Fische einfach gekocht, statt Wasser draus zu machen. So, dann einmal hier den. Mann, das wird ein Fest mal. Und einmal alles reinhauen hier. Oh, da haben wir wieder alles voll. Und jetzt gucken wir nochmal. Ich glaube, wir wollten den genauen Strahlenschutzanzug. Da brauchen wir Blei. Blei, das war die Frage. Mann, die würde ich gern auch austauschen. Ich will das mal ganz kurz gucken. Laderaum oder sowas. Observatorium, auch sehr schön. Tauchdock. Scannerraum, Mehrzweck. Wärmekraftwerk. Luftpumpe. Okay. Das brauchen wir auf jeden Fall auch irgendwann, wenn wir runter wollen, glaube ich. Ach so, damit können wir unsere Basis stärker machen wieder, dass wir, wenn wir nämlich tief unten sind, da kann ich ja gerade mal drauf eingehen. Oh, das ist ja cool. Wenn wir tief unten sind, dann haben wir wie in echt auch einen gewissen Wasserdruck. Und mit die Basis das Ganze standhalten kann, müssen wir quasi Schrott nehmen und machen dann hier quasi wie so ein X, verstecken wir die ganze Basis mit, dass sie diesem Druck standhalten kann. Wenn das nicht passiert, wird die Basis mit Wasser geflutet und wir müssen die erstmal reparieren. Und das will man natürlich nicht, wenn man schon eine Basis baut. Vor allem, wenn man so tief unten ist. Das kann echt dramatisch enden. Ich meine, ein Blei hatten wir ja schon. Aber ich glaube, das hatte ich auch in die Kiste gelegt, die nicht da ist. Ich würde sagen, warte, bevor ich schwimme, gucke ich erstmal wegen der Batterie. Ich würde sagen, wir schwimmen doch einfach mal da hinten rüber und gucken, ob wir da irgendwas finden. Ich meine, es ist zwar sehr tief unten, aber es sah vielversprechend aus. Müsst ihr doch. Ja, ich muss noch ein bisschen darunter.
Da ist wieder der Neonfisch. Ich nenne ihn einfach mal so, ich weiß nicht, wie der heißt. Hatte ich gar nicht gelesen. Oh, Schlingpflanzen. Das Gebiet ist auf jeden Fall sehr groß hier. Und da ist wieder die schöne Musik. Unten sind die. Und hier beginnt das große Ganze. Was liegt denn da? Ich glaube, das ist auch nur Schrott. Mann, ist das schön hier. 70 Meter unter dem Meeresspiegel. Oh nein, Seemottenfragment. Wow, 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 wow. Was ist das denn für einer? Mann, der hat mich jetzt erschrocken. Der kam einfach aus diesem... Oh. Baupläne. Eintrag freigeschaltet. Also wenn jetzt bei der nächsten Aufnahmesession nochmal der Fortschritt weg sein sollte, dann lag es definitiv nicht an mir. Aber ich glaube, das lag echt an mir. Jorik-Reaktor. Acquired. Das ist einfach Schrott. Das ist Seemotten, das nehmen wir nochmal mit. Wenn wir da jetzt irgendwas rauskriegen, dann... Aha, aha, da haben wir es nämlich. Brauchen da noch was von. Oh. Da müssen wir jetzt auch irgendwann mal reinschneiden. Weißer. Mann, die sind echt fies. Die kannte ich auch noch nicht. 30 Seconds. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Oh, 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 oh. Oxygen. Jetzt wird es jeden Moment ein bisschen dunkel, wenn wir es nicht schaffen. Genau, da wollen wir schon... Ah. Okay, da wurde es schon ein bisschen dumpf. Um die Ohren. Oh, was ist das denn? Ich glaube, das ist auch so ein Teil vom Bioreaktor. Genau. Oh Mann, lass mich doch. Ach, den hatten wir schon. Stimmt, den hatte ich doch eben gesehen. Aber den hatten wir noch nicht frei. Dann hatten wir das eben mit dem Bauplan schon freigeschaltet. Mit dem Fragment. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder ganz gut fündig geworden. Ja, Turenei. Das denn? Das sieht ja richtig cool aus. Ich habe mal was in einem Video gesehen. Das fand ich auf jeden Fall eine richtig geile Idee. Und zwar hat jemand diesen Raum, den ich eben gebaut hatte, also den großen Raum, wo ich, also den ich in der letzten Folge gebaut habe, wo ich die ganzen Sachen reingebaut habe, den hat jemand extra geflutet und hat anscheinend da diese Eier reingelegt und hat die dann da in dem Raum schlüpfen lassen. Das heißt, der hat daraus quasi ein riesiges Aquarium gebaut, dass die da überhaupt leben konnten auch. Oh, ich sollte wechseln. Spielen wir mal einfach ein bisschen so. Das ist ein bisschen schade, dass er immer so nachladen muss. Okay. Das hier sieht auch interessant aus. Hier könnte vielleicht auch was liegen. Bei solchen interessanten Orten. Ja gut, Salz brauchen wir nicht, hatte ich ja gesagt. Sieht auch cool aus. Sind die schon wieder? Dann gucken wir einfach mal weiter. Ich meine, hier, das ist jetzt ein bisschen riskant, hier lang zu schwimmen. Aber wenn wir fündig werden, dann nehme ich das Risiko gerne auf mich. Habe ich jetzt nicht gescannt. Okay, weiter. Der hat mich auf jeden Fall nicht erwischt.
Haben wir hier? Auch sehr schön. Augenstängel. Haben wir hier irgendwas? Tatsache. Wisst ihr was? Ich glaube, den pflanzen wir doch einfach mal, weil das doch sehr schön aussieht. Aber der nicht. Weg hier. Komm, gib her. Der hat uns jetzt erwischt. Wir haben den Bauplan aber schon. Ist gut versteckt da. Oh, hallo. Okay. Ich hatte ein bisschen mit dem Ton, wenn man nochmal auftaucht. So, hier waren wir und da waren noch welche. Das ist auch schon wieder dieser Laserschneider. Warum finden wir nur den? Ich meine, die Teile kann ich gerne... kriege ich gerne, aber... doch lieber noch Baupläne, die wir noch nicht hatten. Hier habe ich gerade auf jeden Fall ein paar FPS-Probleme gehabt. Wahrscheinlich, weil die Karte noch lädt. Da ist auch noch was. Wahrscheinlich Laserschneider. Also wenn das einer von euch hier auch spielt, ich habe ein paar Laserschneider hier rumliegen, nehmt euch. Aber die Frames machen gerade echt Probleme. Autsch. Warte, ich wollte die direkt abbauen. Weil ich die mitnehmen wollte. Für Landequalle. 30 Sekunden. Oh. Ich denke mal, hier ist relativ viel los gerade. Deswegen haben wir da diese Probleme. Wir sind ganz schön weit rausgekommen. Nicht mehr lange und wir sehen die Insel wieder. Sieht aber auch vielversprechend aus da. Da haben wir nämlich wieder die Seemotte. Genau das letzte Teil, was wir brauchen. Und damit sollten wir die eigentlich auch können. Ich meine nämlich, dass wir hatten 2 von 3. Genau. Bauplan verfügbar. Dann, ja genau, da haben wir 1 von 2. Sehr schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein Fahrzeug, was wir bauen können. Das Problem war aber noch die Fahrzeugstation, soweit ich weiß. Weil der Fortschritt ja nicht gespeichert hatte. Oder ich nicht gespeichert hatte. Müssen wir das ja jetzt nochmal schnell suchen. Aber es sollte ja nicht so schwer sein. Außer natürlich, wenn es dunkel wird. Oh, ich will nicht bauen, ich will scannen. Das nehmen wir nicht mit. Wir haben auch nicht mehr viel Luft. Okay. Da sind die schon wieder. Die sind echt überall. Na komm, halt dich mal oben. Einmal nochmal runter. So. Okay, und damit sind wir auch wieder am Ende einer Folge. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.